Vergangene Woche habe ich hier in Berlin 100 jüdische Waisenkinder aus Odessa besucht. Waisenkinder, die gemeinsam mit ihren Betreuern gerade noch rechtzeitig ihre Stadt verlassen haben. Seit gestern wird auch Odessa beschossen. Heute sind wir hier am Berliner Hauptbahnhof, an der Stätte, in der in den letzten Tagen täglich Tausende aus der Ukraine ankamen. Menschen, die geflohen sind in Furcht vor den grausamen Angriffen von Putins Armee. Menschen, die kommen, weil sie hier Freiheit und Frieden suchen. Menschen, die flüchten vor grenzenloser Gewalt, die die Ukraine in diesen Tagen leider erfahren muss. Ich habe eben auch mit Flüchtlingen aus der Ukraine sprechen können. Alle sind in Erinnerung an ihre Furcht, die sie zu Hause in ihren Dörfern und Städten in der Ukraine hatten. Alle sind in Sorge um die Angehörigen, die sie zurücklassen müssten. Vor allen Dingen die Väter der Familien, die hier ankommen, in den allermeisten Fällen Mütter mit ihren Kindern. Und ich habe in den Gesprächen aber auch Erleichterung gespürt, dass sie hier zunächst einmal in Sicherheit sind und auch die Möglichkeit haben, nach einer langen Reise mit vielen Ungewissheiten, wo man ankommt, wie man empfangen wird. Ich habe Erleichterung gespürt, dass man hier zunächst einmal zur Ruhe kommen kann. Der Berliner Hauptbahnhof hier im Hintergrund ist in den letzten Tagen auch so etwas wie ein Symbol der Hilfsbereitschaft geworden. Hunderte von Menschen, Freiwillige, melden sich hier jeden Tag und helfen mit, die ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine zu versorgen. Und ich will vor allen Dingen heute allen Freiwilligen, Ehrenamtlichen, aber auch den hauptamtlichen Helfern ganz herzlich danken dafür, dass sie diese schwierige Arbeit tatsächlich auf sich nehmen und den Flüchtlingen das geben, worauf sie in den letzten Tagen und Wochen verzichtet haben: etwas Wärme, etwas Zuneigung und vor allen Dingen sie auch spüren lassen, dass wir uns hier in Deutschland verantwortlich fühlen für sie. Ich bin dankbar und ich hoffe gleichzeitig mit allen unseren deutschen Landsleuten, dass die Flüchtlinge nicht nur hier Schutz und Unterkunft finden, sondern wir hoffen vor allen Dingen darauf, dass alle diejenigen, die sich bemühen, Erfolg haben werden, diesen Krieg baldmöglichst zu beenden. Ja, ich habe die Frage in den letzten Tagen auch schon häufiger bekommen, ob ich davon ausgehe, dass die Hilfsbereitschaft der Deutschen, die sich 2015 und 2016 auch gezeigt hat, ob sie diesmal dauerhafter ist, ob wir nicht nur einen kurzen Moment, einige wenige Wochen der Willkommenskultur pflegen, sondern ob wir uns hier dauerhaft verantwortlich fühlen. Und mein Eindruck ist sehr, auch nach den Gesprächen mit den Helfern, die ich hier heute sprechen konnte, mein Eindruck ist sehr, dass die Deutschen wissen, dass wir uns hier dauerhaft verantwortlich fühlen müssen. Das, was ich hier von den Helferinnen und Helfern, auch von der Berliner Stadtmission gehört habe, ist vor allen Dingen die Hoffnung, dass es keine Wiederholung des Streites zwischen Bund und Ländern und Kommunen geben wird, sondern dass hier alle an einem Strang ziehen. Um eine wirklich große Aufgabe sind bis jetzt um die 150, vielleicht 160.000 Flüchtlinge, die angekommen sind, um diese große Aufgabe wirklich zu stemmen. Ja, ich habe eben auch mit Kindern gesprochen und auch die Kinder sind erleichtert, dass sie zunächst mal hier angekommen sind, in Berlin, in Deutschland, wo keine Gewehrschüsse zu hören sind und keine Bomben fliegen. Aber natürlich wollen sie, und auch das habe ich gehört, am liebsten so schnell wie möglich wieder zur Schule gehen, wollen Spielkameraden kennenlernen. Und ich hoffe, dass das, was die Kinder sich erhoffen, wir in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen ihnen auch geben können.